Seit einigen Wochen rollen an der Asklepios-Klinik in Burg Lengenfeld die Bagger. Eine Generalsanierung wird die Klinik in den kommenden Jahren vergrößern und die medizinische Infrastruktur verbessern. Die Generalsanierung ist ein klares Bekenntnis zum Standort Burg Lengenfeld, erklärt Geschäftsführer Andrej Sinatschke. Und es ist natürlich an der Stelle ein Bekenntnis sowohl von der Politik, das heißt vom Freistaat Bayern, als auch von Asklepios in den Standort Burg Lengenfeld, um hier halt die Krankenversorgung auf Dauer sicherzustellen. Und es wird immer deutlicher, sobald man sich hier mit den Menschen unterhält oder auch mit den politischen Entscheidungsträgern, dass das Krankenhaus genau hier auch benötigt wird, das heißt im Städtedreieck für Teublitz, Maxwürde-Haidhof und für Burg Lengenfeld. Ungefähr 17 Millionen Euro soll der erste Bauabschnitt kosten. Knapp 10 Millionen Euro davon kommen als Fördermittelzuschuss vom Freistaat Bayern. Die Klinik rechnet mit einer Bauzeit von circa 2 Jahren. Also in dem ersten Bauabschnitt werden eigentlich zwei Dinge grundsätzlich getan. Auf der einen Seite findet dort ein Anbau statt, wo wir in dem Erdgeschossbereich die Funktionsdiagnostik und die elektiven Ambulanzräume verorten werden. In der mittleren Ebene wird eine Komfortstation etabliert und obendrauf, also das heißt im zweiten Geschoss, wird die neue Intensivstation verortet. Vielleicht ein kurzer Wink zu dem Thema Komfortstation. Das ist ein Bereich, der zunehmend an Bedeutung gewinnt. Das heißt, die Patienten, die zu uns kommen, wünschen sich halt immer mehr einen Standort, teilweise wie im Hotel. Und das ist einfach eine Zusatzleistung, die die Patienten dazu wählen können. Die Weichen für die nächsten Jahre werden also gestellt. Insgesamt plant man an der Klinik in Burg Lengenfeld mit insgesamt 4 Bauabschnitten. Mit dem ersten, wie gesagt, jetzt der Anbau und die Sanierung der Notfallaufnahme im Bestand. Und mit dem zweiten Bauabschnitt werden wir dann uns schwerpunktmäßig den pflegerischen Bereichen, das heißt den stationären Bereichen im gesamten Haus widmen, bevor wir dann mit dem dritten und vierten Bauabschnitt uns den anderen Themen, das heißt über OP, über Radiologie und so weiter widmen werden. Die gewohnte medizinische Versorgung der Patienten ist aber selbstverständlich zu jedem Zeitpunkt der Generalsanierung gewährleistet.